Grüß dich, der Christian hier. Wie geht's dir? Es klingt wie ein harmloses Gespräch unter Freunden, aber dieser Anruf könnte Christian teuer zu stehen kommen. Du fährst gerade vor mir. Du weißt schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot ist. Die linke Spur ist zum Überholen da. Ja, Sie haben richtig gehört. Auf einer Autobahn bei Frankfurt will der Porsche-Fahrer in der Baustelle überholen. Du sei doch so gut und lass mich vorbei. Ich glaube, dir geht's nicht ganz gut, oder? Mir geht's gut, aber du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt, du. Der Autobahnausraster geht viral und schlägt auch bei der Polizei hohe Wellen. Was die Beamten dazu sagen, gleich. Wir treffen den Porsche-Liebhaber heute in seiner Heimat Dachau. Christian zeigt der ganzen Welt liebend gerne, was er so alles sein eigen nennt. Sein Haus, seine Frau, sein Bike, seine Luxuskarren Nummer 1, 2 und 3. Nur eins hat der Christian nicht, Geduld. Dann in der Baustelle dachte ich so, warte mal, wozu hat denn der die Nummer draufgeschrieben? Stimmt, weil er weiß, dass er scheiße Auto fährt. Ruf's noch einfach mal an. Ja, nur leider wird seine Aktion zu Christians völligem Unverständnis nicht von allen im Netz gefeiert. Und das, obwohl er mit einer Gewinnaktion sogar extra für die Verbreitung des Videos sorgt. Einer geschrieben, man müsste ihn sofort den Führerschein wegnehmen. Das waren aber so diese Neid-Kommentare, die du immer hörst, wenn du ein 200.000-Euro-Auto postest. Am Ende wird sogar die Polizei via Twitter auf den Fall aufmerksam gemacht. Was haltet ihr davon? Der Herr weiß sich im Straßenverkehr wohl nicht richtig zu verhalten. Uns erklärt die Polizei heute. Ja, wir prüfen natürlich, ob eine widerrechtliche Benutzung von Mobiltelefon während der Fahrt vorliegt, weil es schon den Eindruck hat, dass der Fahrer das Handy in der rechten Hand hält und dann mit Lautsprecher eben mit dem Vordermann telefoniert. Außerdem ist auf dem Video noch eine Beleidigung am Ende zu hören. Wenn der Geschädigte einen Strafantrag stellt, ist das eine Straftat, die von der Polizei verfolgt werden muss. Christian macht sich darüber keine Sorgen, denn der 39-Jährige hat für alle Vorwürfe eine passende Erklärung parat. Ein Kumpel soll gefilmt haben. Weil meine Hand zutätowiert, Kuckuck, und die Hand auf dem Video halt nicht. Und dann steht nur noch die Beleidigung im Raum. Und die soll ja nur ein Missverständnis sein, gell, Christian? Ich habe dann noch gesagt, du F***te, aber das habe ich zu meinem Kumpel gemeint, du F***te, das wird aber ein lustiges Video. Welche Strafe ihm droht? Gleich. Erstmal geht's auf die Straße. Der Immobilieninvestor will beweisen, wie brav er sich an die Straßenverkehrsordnung halten kann. Du, ich bin, das merkst du ja gerade selber, immer unter der Richtgeschwindigkeit, wie es erlaubt ist. Ich bin ein sehr ruhiger, gesitterter Fahrer, würde ich mal sagen. 5 Minuten später. Vollidiot! Hast du ihn gesehen? Hast du? Nein, Spaß, Mann. Falls Christians Erklärung nicht zieht, blüht ihm diese Strafe. Bezüglich der Verkehrsordnungswidrigkeit ist der Regelsatz im Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Dazu kommen Gebühren und Auslagen und ein Punkt in Flensburg. Und auch wenn dem Investor die 100 Euro Strafe vielleicht nicht wehtun, dennoch gilt, besser zweimal nachdenken, bevor man im Straßenverkehr pöbelt und das auch noch filmt und hochlädt. Denn auch die Polizei hat Social Media und ein bisschen Geduld hat noch keinem geschadet.